Wir gehen natürlich eigentlich öfter mal in Solo-Queue unter NNO-Leuten. Depends. Also tatsächlich streamen wir ziemlich auseinander. Zum Beispiel Freddy streamt ja quasi normalerweise immer dann, wenn ich nicht streame. Aber im Bootcamp bin ich jetzt schon zweimal Freddy begegnet und einmal Agurin. Ne, zweimal Agurin. Zweimal. Einmal im Gegenteam, einmal mit mir. Und das war's. Also einmal Freddy, zweimal Agurin. Rookie kann ich noch nicht. Denkst du, seid bereit für das Game morgen? Ja, also ja, schon halt. Da kann man immer besser vorbereitet sein, aber wir sind NNO. Wir sind so gut es geht aktuell vorbereitet. Es ist in Ordnung. Es wird nicht insane sein, vorbereitungstechnisch. Es wird ein Banger Best of 5 morgen. Können wir uns alle darauf freuen, aber wir sind jetzt auch nicht schlecht vorbereitet oder so. Ist alles in Ordnung. Meinst du, welcher Champion wird am meisten gepickt in den Worlds? Irgendein Jungler. Wukong oder Poppy oder Trundle oder so. Renekton Nidalee. But I'm the referee. Sehen wir auch einfach mehrere Lanes, die Pressure haben wollen. Also die Kaiser Solo Lane, ich weiß nicht, wie die gegen Draven Amumu durch Landing Phase durchkommen will, ohne 10 Mal zu sterben. Mit ist auch einfach permanent Fistfight, also brauchen wir eine ruhige Top Lane. Im besten Fall. Was bedeutet eigentlich 5-5 in League? 55 oder 5-5 bedeutet 5 gegen 5. Das haben die Koreaner mal geschrieben in Korea. Weil der koreanische Server hat ja viele Leute, die darauf spielen, die kein Koreanisch können. Wir konnten es jeder Chinese lesen, jeder Japaner, der auf dem koreanischen Server spielt, etc. Also der ganze asiatische Raum und auch alle europäischen E-Sporter, die halt da waren, wie halt Freddy, Argo und ich zu dem Zeitpunkt. Lol. Ernsthaft? Nidalee nicht bekommen und Raven wurde executed. Hoffentlich hat jemand die XP bekommen dafür, zumindest wenn noch nicht das Gold. Das kann natürlich immer machen in dem Matchup, er hat einfach keinmal Pyro gegen Ohren, keine Frage. Die einzige Position, die aktuell noch even ist, alle anderen sind schon behind. Ehrlich, warum die tun, wenn die kommt? Ich hab ein Item fertig. Bam, Junge! Weil wenn ich nicht flashe, wäre es richtig einfach von mir. Einfach mal vorne schnell nicht flashen, aber ich habe irgendwie gedacht, mit Level Up, wo es einfach der Fakt, dass ich hier oben bin, kann ich vielleicht den Tonshot überleben, aber ich war nicht mal close, also so bad. Er verliert ein paar mehr Minions, 1 für 1 und Flash für Flash, insgesamt nicht terrible, aber es hat halt einfach 1 für 1, er verliert Minions und ich habe Flash sein können. Von daher, da war mehr drin. Aber natürlich, wenn dein Ohren so mit Renekton umspringen kann, Landing Phase, bist du sehr glücklich, wie das Game läuft. Auf Top Lane, wenn auch nirgendwo anders. Mich und meine Familie wird disrespektiert hier von ihm. Alter, was machst du? Geht auf Blade und er wird einfach gestompt. Gerade. Da ist ein Stop. Er war immer weiter da unten. Mann, Mann, Mann. Imagine, du Qs als Toplaner für so ein Game und dann. Sie weiß eigentlich den Draft, dass egal was top passiert, es ist eigentlich nicht relevant so. 700 Gold für Kaiser ist huge doch. Dann on-carry so ein Game nicht. Okay. Hoffentlich wenigstens was Turret, aber es geht fortan weiter, aber wir können win, der durch. Can also lose. Ah, what this game. Team! How? Wir haben hier 18 Deaths in 11 Minuten, like. Ist fein, can win. Das ist ein tolles Game. Amumu, LeBlanc, Nidalee, Renekton, ja, wir brauchen Nerx. Wir gehen danach einfach weiter in Armor. Den Turm droppen mit den nächsten paar Plates und dann werden die Toplane stoppen wollen und den nächsten Turm mit den nächsten paar Plates kriegen. Und das erste Mal sein, dass wir den Gegnern begegnen, außer Nidalee. Allesamt fat as fuck sind, aber ist okay. Eieiei, League of Legends. Can win. Aber du bist. Ist gar nicht mehr lustig. Und der kriegt die fucking Hölle eingesammelt, Akan.
Mit dem Harold verloren. Can't. So eine fette Botwave noch oben drauf. Können wir konzipieren? Dann noch kurz. Ich die Chase. Gut. Er ist noch eine gerade Linie geflasht. Okay, Drake. Wir haben jetzt die Pien, wir machen Drake. Sie finde ich den einfach. Also zu smite stealen. Geil. Can win, guys. Top Lane, let's go. Gehen wir nach Straight Lines Vow Redemption oder gehen wir noch Force of Nature oder so? Ich meine, Nidalee und LeBlanc sind da zwei Chapels, die mich eigentlich nicht fokussen dürfen in Fights. Wenn sie es tun, dann gehen wir mit den Fight trotzdem. Ich bin auch tanky genug mit meinem Mythic Item. Es wäre noch lustig gewesen, wenn die Kaiser dazu noch reingeultet wäre. Also meine Ult, Pantheon-Ult und Kaiser-Ult, das wäre so geil. Ach, ich soll mein Team jetzt hier angegriffen werden, wenn Nash verliert, weil ich nicht da bin. Wir nehmen doch einfach safe wieder jeden Fight. Und das sollten wir wahrscheinlich in Nashen, oder? Ich hätte eigentlich auch Bottom nehmen können, aber ich hab Angst um meine Boys. Kein Rotieren, fuck das. Ja. Bottom war fucking free, wir hätten nichts machen müssen. Und wir haben was gemacht und sterben. Sehr bad! Das heißt, die können es vielleicht sogar selbst Nashen, die Gegner. Fuck, like. Gut. Der Fight geht noch länger weiter. Die Gegner sind genauso wie meine Teammates. Keiner spielt League of Legends, alle spielen nur Fistfights. Okay. Dein 4000 Gold. Guter Fight. War bestimmt ein super Fight, den wir gerade genommen haben. 4000 Gold. Geil, whatever. Ist ein upgradetes Item bekommen, wird sich komplettes Item in Base kaufen, hat noch fast ein nächstes Item. Ist alles gut. War smart. Liebe League of Legends. Gute Fights, gute Stimmung. War jetzt ein nice Wow für dich, du kleines Stück Kaiser. Nur noch gegroupt und Ults geworfen. Nicht, ich sollte nicht wegrennen. Ich hätte auch Level 15 von der Wave holen sollen. Fuck you. Ich habe ihn gerade so gekillt, hat ihn eigentlich gegraben. Das war Drake nehmen, aber nicht zu spät, wie es halt wahrscheinlich. Wollen wir Upgrade als nächstes Zufuß dann? Ja, ist Draven Markin überhaupt smart? Der kann mich hier eigentlich nicht angreifen, oder? Eigentlich, ich muss nicht recallen IT-technisch, aber ich sollte recallen, um Pink Wars zu kaufen normalerweise hier. Pink Wars haben noch nie ein Game gewonnen, right? Tankiness gewinnt ein Game. Damage, CC gewinnt ein Game. Top Lane gewinnt ein Game. Oder Nash Flip, weil es Spaß macht. Wir haben immer noch keine Shutdowns, weil wir so behind sind in Midlane und Botlane. Oder waren auf Botlane. Dann der Flop. Immer geil. Macht Spaß. Hier kommt man rein. Wow. League of Legends. Lippen Nash, Kaiser dort rein, stirbt einfach. Ja, ist einfach geil. Aber ich klicke auf meine Teammates drauf und dann fängt auch noch damit an zu craften. Was ich gar nicht will. Bad, gute Knockups, gute Stimmung. Ein weiteren haben, holt in 10 Sekunden. Diese Zone, ey. Big Pokey. Talia ist aber die Seed oder was? Turn this franchise around. Nidalee wird Bern noch hinten hitten. Gut von Nidalee. Jetzt Raven. Ja, und jetzt? Und jetzt Raven. 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 Was machst du jetzt? Kein Damage machst du, richtig. That's fucking right. 1, 2, 3, 4. Oh, geil. Ja, I mean, Top Dip hat es actually das Game gewonnen. I don't know. Aber Gegner, es ist einfach permanent Botlane-Dive, 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 Botlane-Dive. Wenn Renekton nicht tiltet, haben wir einfach keinen Angle ins Game. Aber Renekton tiltet, läuft runter und ja. Imagine getting 1v1 by Ornn. Fucking wild. Ja, gib mir die Ornn, das ist nämlich fucking zu. Es war Top Lane Carry. Einfach die einzige Lane, die gewinnt.
Blacken rennt runter und wir sind OP in jedem Fight. It's crazy. It's crazy. Danke, danke. Ich fühle mich endlich mal gewertschätzt. Ganz anders als damals. Aber ja, mega nice. We won this. Wertschätzung der Teammates ist da.